Hey Leute, es ist Mittwoch, das heißt, ihr seht wieder mich. Und das Thema der Woche ist Beziehungen, wenn man trans ist. Also Liebesbeziehungen, jetzt nicht freundschaftliche Beziehungen oder sowas. Ich ziehe mal gerade die Sonnenbrille, aber ich bin gerade erst nach Hause gekommen und habe es ein bisschen eilig. Erstmal vorweg, falls sich ein paar wundern, warum nicht so viele Videos kommen. Ein paar der Jungs haben so ein paar Internetprobleme und da geht es halt leider nicht momentan, beziehungsweise die Videos kommen später oder halt gar nicht, das weiß ich genau. Und jetzt diese Woche, für manche ist das Thema ein bisschen zu persönlich oder sie wollen einfach nicht über Beziehungen reden. Das muss man dann auch respektieren. Also nicht, dass ihr euch wundert, falls momentan ein bisschen wenig Videos kommen. Es gibt da ein paar Internetprobleme. Genau. Also Thema ist Trans und Beziehungen. Da haben wir jetzt keine richtigen Rahmenbedingungen, was wir erzählen. Einfach grundsätzlich jedem, was einem so dazu einfällt. So habe ich das jedenfalls verstanden. Eigene Erfahrung und so weiter und so fort. Also Trans und Beziehung. Ich bin in einer Beziehung, war vor meinem Outing noch nicht in dieser Beziehung, aber ich kannte die Person schon. Also ich kannte sie schon, bevor ich mich als trans geoutet habe. Wir waren halt einfach befreundet. Also ich habe eine Freundin, wir sind jetzt zusammen seit, ja, bisschen über 2 Jahre. Und eigentlich, was heißt eigentlich, also ich sag mal, eigentlich sagt meine Freundin immer, sie ist eigentlich lesbisch. Hatte auch schon was mit Männern. Ich hoffe, ich darf das überhaupt alles erzählen, aber egal, ihr wisst ja eh nicht, wen ich jetzt konkret meine. Ist aber halt, fühlt sich eigentlich eher zu Frauen hingezogen. So, bei mir hat sie halt eine Aussage gemacht, weil es einfach passt. Vielleicht auch, weil sie mich vorher schon kannte und sie mich da halt auch schon mochte. Und sie ist halt keine Person, die jetzt nur wegen Geschlecht sagt, okay, jetzt liebe ich dich dann halt nicht mehr oder will ich jetzt nicht mehr mit dir zusammen sein. Weil das ist ja Blödsinn. Es geht ja in der Liebe auch irgendwie nicht um Geschlecht, meiner Meinung nach, sondern ob man miteinander gut klarkommt und so weiter. Und das ist bei uns halt kein Problem. Und deswegen sind wir noch zusammen. Beziehungsweise wir kamen ja sowieso erst zusammen, nachdem sie dann noch wusste, dass ich trans bin. Also wie war das? Hatte ich irgendwie Probleme damit? Oder grundsätzlich habe ich Probleme, so was Beziehungen betrifft, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt nur diese eine Erfahrung und sie kannte mich halt schon vorher. Ich kann jetzt leider nichts dazu sagen, wie das jetzt wäre, wenn mich jemand Fremdes kennenlernen würde, der überhaupt nicht wüsste, dass ich trans bin. Da muss ich aber zu sagen, dann würde ich das auch sagen, also nicht sofort. Aber wenn ich halt merke, es wird ernst oder ich verliebe mich oder sowas, dann wäre ich da wahrscheinlich schon offen oder würde erstmal jedenfalls versuchen, so grundsätzlich herauszufinden, wie diese Person zu Transleuten steht. Und wenn sie dann halt gleich so voll abweisend wäre und sagen würde, die finde ich schrecklich oder so, dann würde ich wahrscheinlich gar nichts sagen und mir denken, okay, dann brauche ich dich auch nicht. Oder ich würde es trotzdem sagen, einfach nur, um zu gucken, wie die Reaktion ist. Weil vielleicht verändern Leute ja auch ihre Meinung, wenn sie dann feststellen, oh, ich kenne selber so eine Person, die sind ja gar nicht so, wie ich mir das so vorstelle oder so. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht verheimlichen. Weil wenn man mit jemandem zusammenkommt und das verheimlicht, und dann kommt es raus, das finde ich auch irgendwie voll unehrlich dieser Person gegenüber. Und ich finde grundsätzlich, Geheimnisse in Beziehungen gehören irgendwie da nicht rein. Da sollte man schon so ehrlich sein. Also das ist meine Meinung. Und ich denke, damit tut man sich einen Gefallen und der anderen Person auch und erspart sich Drama und was auch immer. Genau. So, jetzt bezüglich Beziehung und Veränderungen zum Beispiel durch Hormone oder so. Ob man jetzt irgendwie, ja, anders geworden ist, weil ich zum Beispiel meine Freundin ja kennengelernt habe, noch bevor ich die Hormontherapie gemacht habe. Also ich glaube, ich bin schon ein bisschen anders geworden. Ob das jetzt Auswirkungen auf die Beziehung hat, glaube ich nicht. Ich glaube einfach so grundsätzlich, dass ich anders geworden bin. Also zum Beispiel bin ich ein bisschen aggressiver geworden und lasse mir nicht mehr so viel Blödsinn erzählen und sage dann auch meine Meinung schneller und sowas. Aber das halt mache ich grundsätzlich, nicht nur in der Beziehung oder so. Das kann vielleicht am Anfang mal ungewohnt sein, besonders wenn man vorher halt ziemlich ruhig war oder so, dass die Person dann erstmal, also der Partner erstmal damit klarkommen muss. Aber ich finde, wenn man grundsätzlich offen zueinander ist, viel miteinander redet, sowieso Kommunikation ist in einer Beziehung das wirklich Wichtigste. Wenn man nicht miteinander redet, kann man keine Konflikte aus der Welt schaffen, man weiß nichts vom anderen und ich finde, viele machen einfach den Fehler, dass sie nicht ordentlich miteinander reden, auch wenn es Probleme gibt.
Die gehen alle weg, so. Jeder geht seinen Weg. Man redet nicht miteinander, man schweigt sich an, so richtig Kindergartenverhalten. Dadurch rettet man keine Beziehung. Dadurch hat man eine Beziehung, die hält dann vielleicht ein paar Monate und dann ist Schluss. Es ist normal, dass in einer Beziehung mal Höhen und Tiefen kommen und wenn die Tiefen da sind, muss man miteinander reden. Das ist vielleicht nicht immer schön, aber das Einzige, was wirklich Sinn macht, ja. Wenn man jedenfalls es darauf anlegt, dass diese Beziehung hält. Und bei uns war das halt auch so, immer wenn es da mal Probleme gab, haben wir uns eigentlich immer hingesetzt und geredet. Es war vielleicht nicht immer schön, weil man dann auch wirklich die Wahrheit mal gesagt hat, was man fühlt und so. Aber letztendlich ist das halt wichtig, um ja, Hürden ja, bestreiten zu können, Probleme aus dem Weg schaffen zu können. Genau, also wie gesagt, das ist eigentlich kein Problem, wenn die Person sich nach und nach an diese ja, Verhaltensänderung, will ich es gar nicht nennen, aber ja, ein bisschen anders wird man halt schon, meistens, nicht alle. Aber ja, wie gesagt, ich habe mehr Selbstbewusstsein bekommen, dadurch lasse ich mir nicht mehr so viel gefallen und sage dann auch eher meine Meinung, das habe ich halt vorher überhaupt nicht gemacht. Es kann dann halt schon mal aggressiv wirken oder wie auch immer. Und damit muss man dann halt auch erstmal klarkommen, wenn sich ein Mensch so grundlegend ändert. Also ich bin jetzt nicht irgendwie gewalttätig geworden oder so, aber vorher war ich halt sehr ruhig und jetzt bin ich nicht mehr so sehr ruhig. Genau. Ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass das Transsein oder die Hormontherapie oder irgendwas die Beziehung total stört. Ist halt wie bei jedem anderen sonst auch. Es gibt halt, wie gesagt, so ein paar Probleme, wenn man jetzt zum Beispiel an den See fährt, an ins Schwimmbad geht mit seinem Partner, dass man dann ein Bein da tragen muss, dass dann vielleicht Leute blöd gucken. Also wenn man noch nicht die OP hatte zum Beispiel. Halt so normale Sachen. Aber sonst ist eine Beziehung zu einem Transmenschen, sorry, hier kommt gerade so eine Meldung, eigentlich genau wie zu einem normalen Menschen, in Anführungszeichen. Meine Mutter schreibt mir gerade, dass wir gleich wegfahren, also muss ich mich mal beeilen. Aber ich weiß auch nicht, was ich noch alles sonst erzählen soll. Also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Und ich denke, wenn man ehrlich zu seinem Partner ist, dann wird man auch nur gute Erfahrungen machen. Und wenn nicht, dann weiß man wenigstens, woran man ist und kann dann einen Schlussstrich ziehen. So, und jetzt, wie gesagt, meine Tipps für Leute, die schon auf Hormonen sind oder schon geoutet sind oder halt einfach schon trans sind, sage ich mal, immer die Wahrheit sagen von Anfang an. Dann fällt es euch leichter, mit der Antwort klarzukommen, egal ob sie jetzt positiv ist oder nicht. Und der anderen Person wahrscheinlich auch. Ansonsten muss man sich da nicht so mega den Kopf drum machen, würde ich jetzt mal so behaupten. Weil, egal ob trans oder nicht, es ist immer schwer, jemanden zu finden, der perfekt zu einem passt. Und wenn man sich einredet, dass es schwieriger wird, nur weil man trans ist, das ist Blödsinn, meiner Meinung nach. Man muss einfach offen damit umgehen und man findet eigentlich immer irgendeinen, der zu einem passt. Genau. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe auch nicht so viel Zeit, wie gesagt. Und jetzt gehe ich und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wer irgendwie noch Fragen hat oder wen irgendwas über meine Beziehung interessiert, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte dann darauf. Und jetzt sage ich wirklich Tschüss, bis nächste Woche.